Schwerer Unfall auf der Kreisstraße 98 zwischen Geisfeld und Hermeskeil. Dabei ist am Donnerstagnachmittag ein Mensch ums Leben gekommen. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 17.20 Uhr, als ein Toyota aus Richtung Hermeskeil aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam. Anschließend kollidierte das Auto mit einem entgegenkommenden älteren Golf. Dessen Fahrer kam bei dem Zusammenstoß ums Leben. Er wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr herausgeschnitten werden. Der vermutliche Unfallverursacher erlitt mittelschwere Verletzungen, der Beifahrer des Golf wurde schwer verletzt. Die Kreisstraße wurde während der Rettungs- und Bergungsarbeiten gesperrt.